Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit Christiane Hansmann. Christiane Hansmann ist hier heute zu Gast und ähm, ja, wir sitzen heute wieder zusammen, um eine Reise weiter durch ihr Buch fortzusetzen. Eine Reise, die wir vor drei Jahren begonnen haben, durch das Buch ohne Worte, auf dem Weg in deine eigene Authentizität, einem gechannelten Buch von einem Energiewesen, das sich Cyberdoor nennt. Und ähm, ja, die letzten, wer die letzten Videos gesehen hat, der weiß, dass wir bereits durch die Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7 gereist sind. Und heute möchten wir gern Kapitel 8 besprechen. Ein Kapitel, was ich persönlich sehr, sehr ähm, lichtvoll und hoffnungsfroh empfinde, denn Salvador spricht von Einflussmöglichkeiten der Menschwesen, Einflussmöglichkeiten, die wir selber haben auf unser Leben, Christiane. Wie es dir mit dem Kapitel erstmal? Als ja, ich, also ich habe ja ähm, zur Vorbereitung natürlich dieses Kapitel gelesen auch noch mal selber und ich war wieder so fasziniert und geflasht, weil ja es, äh, da Salvador gibt so ist so in einer Genialität. Also er bringt es so auf den Punkt, mhm. was wir machen können und dann für uns auch noch aufbereitet, in welche Schritte äh, zuerst sind und welche Schritte dann folgen und ja, wie wir da wirken. Also wie wir selber in uns wirken können, um um Orientierung zu finden, um aus Illusionen herauszutreten, ähm, ja zu erkennen, wie er schreibt, dass wir schon Heile sind und was das eigentlich bedeutet. Also wirklich, auch finde ich auch ein sehr, sehr kraftvolles Video. Video. <laughs> das wird <laughs> ein kraftvolles ein Video. Ein kraftvolles Video. Ich Kraft Kapitel, Kapitel, ja. das achte Kapitel. Das ja. Sehr. Und er grenzt sich ja ganz deutlich davon ab. Von, äh, wie soll ich sagen, Bewusstseinsmethoden, die ein Heile machen wollen. Mhm. Und betont immer wieder, wir sind Heile. Und jetzt geht es eher darum, diese Illusion, dieses äh, Missverständnis aufzudecken, jeder für uns selbst, ja. dass wir schon immer Heile waren. Und ja, dass, dass wir uns Realitäten erschaffen, in denen beinhaltet ist, dass wir nicht Heile sind. Mhm. Ja, und dass es genau darum geht, hier die Illusion zu lösen, dass diese Real Scheinrealitäten Scheinrealitäten sind und genau. dass hinter dem Vorhang wir heile sind und jede Methodik ausgerichtet ist, eine Illusion zu heben und nicht uns wieder ganz zu machen, hm. weil wir ja schon ganz sind. Also ich finde es noch mal sehr auf den Punkt und eine ganz andere äh, Motivation, wenn ne, wenn ich in eine Methodik einsteige, also eine andere Motivation, ich löse meine Illusionen auf, als ich mache mich heile. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ganz andere Kraft dahinter ja. dann ja auch, ne? Ja. ja. Und er beginnt Kapitel 8 auch mit sieben äh, Schritten, die man jeder selber für sich gehen kann. Aber bevor wir auf die Schritte eingehen, würde ich gerne auf mein Lieblingsbild ähm, aufmerksam machen und das auch mhm. gern vorlesen, wenn ich darf. Ähm, weil das sehr schön auf dieses Kapitel einstimmt. Und zwar schreibt er. Es geht zwei, Seite 286 los, für die, die das Buch haben und für die, die das Buch haben, die kennen wahrscheinlich auch dieses wunderschöne Bild. Stellt euch ein Puzzle mit tausenden von kleinen Puzzleteilen vor. Das Ergebnisbild des Puzzles existiert bereits auf einem Poster. Ihr legt das Poster als Unterlage auf den Tisch und nun suchen eure Augen die einzelnen Puzzleteile, die dann auf den entsprechenden Platz auf dem Poster gelegt werden. Dieser Prozess geschieht Puzzleteil für Puzzleteil mit der Möglichkeit des Fokussing. Jedes einzelne Puzzleteil zu suchen, es an den richtigen Platz zu setzen und es mit einem oder mehreren Puzzleteilen zusammenzufügen, macht diese Erfahrung erfahrbar. Das Bild an sich existiert bereits auf dem Poster. Mit den Puzzleteilen erstellt ihr ein Duplikat des Originals. Doch nur durch diesen Prozess wird das Bild Stück für Stück erfahrbar gemacht. Die Illusionsbefreiung ist, das ganze Bild zu sehen und den Prozess des Focusings als Erfahrung zu feiern. Das Ego sieht das Poster nicht und verteilt Puzzleteile wahllos. Es zerstreut und produziert Puzzleteile abgelöst vom Poster. Es verbreitet Chaos unter den Puzzleteilen. So seht, das Poster ist eure Originalmatrix auf der geistigen Ebene und die Puzzleteile sind die Matrixkopie auf der materiellen Ebene, die das Ego in seiner Abgetrenntheit verstreut hat. Nun ist es euer Sein, die Matrixkopie wieder als Ganzes zusammensetzen. Ja wundervoll das hast du schön raus habe ich schön rausgesucht man kann sich das auch so gut vorstellen mm. das Bild existiert bereits mm. ja und das kennen wir ja auch ne weil wenn man puzzelt dann hat man ja dahinter schon das vollständige Bild und man ähm, ja erfährt während man die Puzzleteile setzt erfährt man jedes einzelne Puzzle und das würden wir gar nicht erfahren wenn wir nur auf ein Bild gucken ja also so ne man nimmt ein Puzzle in die Hand man muss es muss reinpassen ähm, das ist ja Erfahrung in dem Moment, die wir da haben. Und mhm. ganz anders, als wenn ich mir ein Bild angucke. Dann gucke ich das Bild an, aber ich mache es nicht erfahrbar. Das, das passiert durch die Puzzlezusammensetzung. Ja. Also ein super schönes ähm, Bild, ja. Genau. Und ich hatte ja schon erwähnt, die sieben Schritte. Also das Kapitel ist sehr lang und gibt wahnsinnig viele Aspekte. Da gehen wir jetzt nach und nach durch. Aber das erste ist wirklich dieser Sieben, ja, diese sieben Schritte, die er vorschlägt, um, die Illusion zu, aufzulösen, mhm. sozusagen. Ja. Der erste Schritt, sagt er, ist letztendlich auch die Initial, als Initialentzündung eine Entscheidung zu treffen, dass ja. man denn jetzt nun ein authentisches Puzzle nachpuzzeln möchte, sage ich jetzt mal ja, so. genau. Warum ist das so wichtig? Also, letztendlich ist es die universelle Kraft. Also, für uns, wir nennen es Entscheidung, eine, eine, eine bewusste Entscheidung treffen, ähm, der, der Bewusstseinsfokus des Alleinseins funktioniert genauso mit dieser Initialzündung. Also es wird ein Bewusstseinsfokus gesetzt, der dann einen Prozess in Gang bringt. Und das ist ähm, ja ein Mechanismus, der im gesamten. Allein sein, im gesamten allen Universen genauso funktioniert. Also ein, ein Bewusstsein wird gesetzt, eine Initialzündung wird gesetzt, und in diesem Moment wird eine Bewegung ausgelöst oder ein Ausdruck erschaffen. Und für uns, da wir den freien Willen hier haben, ähm, treffen wir eine, wir treffen ständig Entscheidungen, davon abgesehen, ja, entweder treffen wir Entscheidungen im Sinne äh, der Abgetrenntheit, also der Puzzle, die sich verteilen, oder wir trennen, äh, treffen eine Entscheidung im Sinne das Puzzle darf sich zusammensetzen, eine Initialzündung, dass unser ja, dass die Illusion sich hebt und unser vollkommenes Sein erscheint hier in diesem ähm, Raum. Das heißt, Entscheidungen sind Fokussetzungen, Bewusstseinsfokussetzungen, die dann diesen Ausdruck erschaffen. Es ist ein Startschuss. Ja. Ja, wir können das. Magst du das vorlesen? Ja. Er, er schlägt auch tatsächlich einen Text vor. Ähm das finde ich immer ganz hilfreich, damit man weiß, was er jetzt für eine Entscheidung meint. Mhm. Und zwar schlägt er vor, dass man sich selber auch entweder gedanklich oder aussprechen kann, folgendes. Im Antlitz meiner Vollkommenheit entscheide ich jetzt meine Ego-Erfahrung als vollkommen und kehre zurück in den Energiefluss des all eins seins Oder? Andere Variante im Antlitz meiner Vollkommenheit entscheide ich jetzt, die Erfahrung meines Wesens in vollkommener Authentizität zu sein. Mhm. Mhm. Und in dieser Entscheidung fokussieren wir uns im System, dass das Puzzle sich zusammensetzen darf. Mhm. Und es ist dann auch ein Prozess in Gang gekommen, den wir gar nicht mehr bewusst ständig oben haben müssen. Ja, also wenn ich in meinem System diese Entscheidung treffe, Richte ich mein ganzes System danach aus, meine Systemintelligenz, die dann diesen Prozess initiiert in vielen verschiedenen kleinen Schritten, Bewegungen, Informationen, die auf uns zukommen, ja. Aber ich muss es nicht immer oben haben, mhm. richtig, sondern das läuft. Das Programm läuft unten drunter und wir haben uns damit auf einen Weg gebracht, in einen Prozess hineingebracht. Deswegen ist es so, so kraftvoll. Es ist wie, ich erschaffe durch so eine Entscheidung eine Basis, auf der ich stehe, richte mein Leben aus und mein System geht danach, mhm. weil ich mein Bewusstseinsfokus im System darauf gerichtet habe. Und das ist genial, ja, weil es 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 braucht die Entscheidung und dann übergeben wir das unserer Systemintelligenz, die dann dafür sorgt. Mhm. Genau. Und das bringt uns im Grunde genommen schon zu seinem Schritt zwei. Schritt zwei ist nämlich, äh, das hatten wir eben schon angesprochen, ein bisschen, dass die Gewissheit oder die Annahme des Umstandes, dass wir heile und vollkommen sind, jetzt ja. und schon immer gewesen. Und was ich auch ganz wundervoll finde in dem Buch, ähm, bietet er auch, also für die Leute, die diese Meditation zusätzlich äh, da erwerben, bietet er sozusagen äh, eine Meditation an, wo man auf allen drei Ebenen, auf der materiellen Ebene und der geistigen Ebene und der Seelenebene, genau diese, ja, diese diese Vollkommenheitserfahrung dieses Wissen noch mal äh, integriert, genau, noch mal verankert. Mhm. Ja, ja. Und das ist ja auch wieder, ne, das haben wir eben wirklich schon angesprochen. Aber es ist eine ganz andere Kraft, wenn ich von dieser Basis ausgehe mhm. und einfach weiß, okay, mein Job jetzt ist einfach die ganzen Blasenräume, die ich noch als Realität irgendwo gesetzt habe, zum Platzen zu bringen. Ja und Je mehr Räume als Illusion enttarnt werden, also Ego-Räume enttarnt werden, desto klarer wird das eigene Feld, desto sichtbarer wird das vollkommene Bild, was darunter erscheint. Ja, also das ist, das ist auf unserem Weg, wenn wir anfangen, ist es glaube ich sogar so vom Bild, dass wir Puzzleteile sehen, aber das Bild, das vollständige Bild dahinter noch wie, ja, Benebelt ist. Also, wir sehen es noch gar nicht wirklich. Und je mehr wir Puzzle zusammensetzen, je mehr wir enttarnen, welche Puzzle nicht dazugehören, weil es eine Illusion ist, ähm, desto mehr erscheint das Bild unten drunter auch. Also, wir haben immer mehr Einblick in unsere Vollkommenheit, auch durch diese Annahme, wenn wir sie setzen. Und das gibt natürlich Kraft, weil, weil es eine ganz andere Orientierung ist. Wenn ich dahinter schon ein Bild sehe, wo ich hingehe, ja, oder was was ich frei lege ich lege es ja frei im Hi also im Prozess der Illusionsauflösung ja das ja <laughs> ich bin immer wieder so fasziniert es ist wirklich faszinierend ja. finde ich auch und das führt uns zu Schritt drei wo er darauf hinweist dass es wichtig ist sich im Jetzt zu verankern ja um dann äh, die Puzzleteile letztendlich auch auszuwählen die man braucht, um die Matrixkopie authentisch zu vervollständigen mittels des Focusing. Da fand ich ganz interessant, dass er differenziert zwischen dem, was wir machen, der Methodik-Focusing und dem All-Eins-Seins-Focusing, was ja aus dem System heraus geschieht. Wir hingegen aber letztendlich aus dem Jetzt heraus bewusst uns leiten lassen und diese Puzzleteile auswählen, die jetzt gerade zu integrieren sind. Ja, er, er lädt ein, dass wir diese Führung, welches Puzzleteil jetzt in Fokus genommen wird, unsere Systemintelligenz übernimmt. Oder das, das Leben ist ein Spiegel unserer Systemintelligenz, ja. Dass wir das, das Leben nutzen als Spiegel und ähm, uns führen lassen davon, von... von ja, letztendlich, wenn man es jetzt ganz auf einen anderen Raum nimmt, ist es unsere Seele, die uns führt. Welches Puzzleteil ist jetzt dran? Wo setze ich meine Taschenlampe rein und welches nehme ich und welches Puzzleteil erfahre ich jetzt? Und ähm, ja, er sagt ja, kommt später auch nochmal authentizieren. Das heißt, wo nehme ich die Illusion raus und bringe die Energien in einen ähm, Seelenfluss rein, um es dann zu vervollständigen. Und es ist vom Fluss her für uns viel harmonischer und viel authentischer, wenn wir das Leben als Spiegel nehmen. Ja, oder unsere, unserer Systemintelligenz das überlassen. Und da ist halt dieses Jetzt so wichtig, weil das Jetzt uns, ähm, ja, in, aus der Vergangenheit und Zukunft hierher holt und dadurch unsere Präsenz rausnimmt aus den ganzen Illusionsräumen. Ja, unsere da kommen wir gleich zum nächsten Punkt wahrscheinlich die Identifikation aus den Räumen rausnimmt äh, und im Jetzt können wir erkennen welche Puzzle uns das Leben gerade bringt mhm. wo werde ich getriggert ja was triggert das in mir welcher Raum wird gerade getriggert wo falle ich gerade rein dann ist das wo mein Fokus jetzt rein darf wo ich jetzt wirken darf weil es gerade der authentische Fluss ist mhm. das ist dieses dieser Jetzt Moment der so wertvoll ist mhm. da sagte er Schritt vier, nee, man merkt, ich halte hier den Rahmen ja. und führe uns so entlang. Aber Schritt vier, dass der genau in diesem Prozess sind, die inneren Wahrnehmungsorgane so wichtig, weil mhm. die letztendlich auch äh, uns helfen bei dieser Selektion und ja. auch hinterhelfen zu äh, bestimmen, ob das jetzt eine Ego-Kreation ist, die man unkreieren wollen würde, oder ob es etwas ist, was, was zu integrieren ist in irgendeiner Form. Genau, die inneren Wahrnehmungsorgane sind halt unsere Wahrnehmungsorgane aus der Sicht unserer Seelenintelligenz, ne? also aus der Sicht des all -Eins -Seins, aus dem befreiten Raum von Illusionen. Also wir sind fernab von Illusionen und können mit unserer inneren Wahrnehmung uns ganz anders orientieren, ähm, welche Information jetzt relevant ist. Daher ist dieses Schulen der inneren Wahrnehmungsorgane wirklich sehr, sehr wichtig. Aber da sind wir gerade am Anfang. Ne? Das ist ja etwas, was wir wirklich Lernen, wie Kinder laufen lernen, dürfen wir lernen, die inneren Wahrnehmungsorgane zu schulen. Also deswegen auch bitte nicht verzweifeln, wenn, wenn das am Anfang schwer fällt oder wenn man sich noch blind fühlt oder orientierungslos. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt versagt oder dass man das nicht kann, sondern wir stehen ja alle da und, und, und üben uns darin. Mhm. Es, es ist Detektivarbeit, ne? das gerade in diesem Labyrinth all dieser Illusionsräume. Das ist absolute Detektivarbeit und ja in da drin in diesem Labyrinth die inneren Wahrnehmungsorgane schulen. Das ist schon eine Aufgabe. Ja und ähm, da sind wir alle gleich. Also da braucht sich niemand schlecht fühlen, weil er vielleicht nichts sieht oder nichts spürt. Geduld und dranbleiben und immer wieder in Übung sein. Wenn wir dann etwas entdecken was wir als Ego-Handlung oder Ego-Kreation ähm, ja letztendlich durch die inneren Wahrnehmungsorgane, durch, durch das Jetzt, durch unsere Entscheidung ähm, erkannt haben. Dann, ich glaube, das ist Schritt 5, sagt er, dann ist jetzt als nächster Punkt dran, diese Ego-Identifikation, die wir ja meistens haben mit dem Ego, äh, zu unkreieren. Kannst du nochmal den Unterschied beschreiben zwischen... Identifikation und Definition, weil ich finde die eigentlich ganz wichtig. Mm. Mm. Fangen wir mal bei Definition an. Definition ist ein, eine Form von Energien. Sagen wir jetzt mal ein Energienetz, das sich geformt hat mit bestimmten Energien. Und diese Energien, dieses Netz, definiert einen Ausdruck. Die Blume. Das ist ein definierter Ausdruck. So. Der definierte Ausdruck ist ein definierter Ausdruck. Das war's. Der kommt und er geht. Er wird geboren und er stirbt. Ja, das ist das Alleinssein. Er schafft Räume und Räume gehen. Also es ist ein ständiger Wandel an Ausdruckskreierung. Mhm. Und die Identifikation, in der Identifikation lege ich mein Sein, also meine Seinspräsenz in diesen definierten Raum hinein. Das heißt, ich sage diese Definition, dieser Ausdruck, ist mein Sein. Ich bin dieser Ausdruck. Und sobald wir diese Verklebung machen, sobald wir das verbinden, kann dieser Ausdruck nicht gehen, weil wir natürlich nicht in unserem Sein gehen. Wir, wir sind Bewusstsein, wir sind reines Bewusstsein. Und wenn mein reines Bewusstsein in eine Definition hineingelegt wurde, dann kann diese Definition sich nicht verwandeln. Es bleibt dann diese Definition. So lange, wie ich mein Sein da drin habe. Also wird das dann zu meiner Seinsrealität. Dieser Ausdruck ist dann meine Seinsrealität. Und das bleibt so lange, bis ich erkenne, das ist Definition, das ist Ausdruck, durch mich erschaffen. Aber das bin nicht ich, das ist nicht mein Sein in Vollendung, in Vollkommenheit. Also löse ich meine Identifikation, also mein Sein nehme ich aus dieser Definition heraus, und gebe diese Definition frei. Und in dem Moment geschieht schon was. Es passiert schon ein Wandel da drin. Was für uns natürlich absolut relevant ist für die ähm, Ego-Räume, für, für die äh, schmerzhaften Räume in der Linie der Zeit, in Vergangenheit, ähm, dass sie sich wandeln dürfen. Weil wir ja sonst immer wieder jetzt diese Realitäten erschaffen, erhalten. Mhm. Aber das ist ja, das ist total spannend, weil da ist es ja auch hilfreich zu wissen, also wenn man sich die Frage stellt, wer sind wir? Ja. Ähm, da ist ja auch hilfreich, sich daran zu erinnern und überhaupt erstmal klar zu machen. Das ist nichts, was man im ersten Moment lesen möchte in dem Buch, aber seit halt sagt, die Frage, wer bin ich, ist gar keine Frage hier mm. auf der materiellen Ebene, mm. sondern welche Erfahrungen bin ich? Willst ja. du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Weil ist wirklich, wirklich passend hier. Ja, ähm wir fragen uns, wer bin ich? Was, was, bin ich hier? Und dadurch sind wir im Sein. Er sagt, dass ich bin ist Wortstamm Sein. Also, was ist mein Sein hier? Und in dem Moment, wenn wir uns das hier fragen, sind wir immer in der Kopplung mit dem Ausdruck. Das heißt, wer bin ich? Welcher Ausdruck bin ich? Ist eine absolute Stolperfalle, weil wir suchen unsere Identifikation im Ausdruck. Das heißt, wir sind mit dieser Frage aus, uns mit einer Definition zu verkleben. Und dadurch blocken wir uns total. Also eigentlich fallen wir dadurch in, ähm, in all die Illusionsräume und verkleben uns damit und machen uns unfrei. Ja, also es, es macht eng, es, es ähm, macht unfrei, es erlaubt keinen Wandel durch diese Frage. Aber wir sind ja so sehr auf der Suche danach, natürlich. Wir haben alle diese Sehnsucht. Und da gibt er uns ja den Hinweis oder reicht uns die Hand, dass wir die Frage stellen: Welche Erfahrung ist für mich jetzt authentisch? Bedeutet, welcher Ausdruck möchte durch mich jetzt gerade hier erscheinen? Und darin können wir fließen. Ja, dann können wir uns wandeln. Darin sind wir verbunden mit unserer Seele, weil wir ein Tor sind für den Seelenausdruck, der hier erscheinen möchte. Und das ist ja eine ganz andere. Freiheit, das ist eine ganz andere, ähm, oder vielmehr die Verankerung ist in dem Moment in unserer Seele und nicht mehr in diesem Raum. Wer bin ich, verankert uns hier im Raum, ne, mit unserem Sein. Aber was ist meine authentische Erfahrung jetzt? Setzt den Anker in unserer Seele und erlaubt unserer Seele, dass sie hier durch uns den Ausdruck erschafft, der halt gerade authentisch ist. Und dadurch finden wir auch eine Heimat. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, wer bin ich, lässt uns hier total verlieren. Das ist so. Ja, wer bin ich? Das, das kann ich dir nicht beantworten jetzt hier. Geht nicht. Also das ist, da ist ein Stopp. Funktioniert mhm. nicht. Oder ich fixiere mich in irgendeinem, keine Ahnung. Man kann sagen, wer bin ich? Ja gut, ich bin äh, Autorin. Bums, bin ich fixiert. Mhm. Ja, habe ich einen Anker gesetzt? So, das bin ich jetzt. Dann ja, das wird sich jetzt auch nicht mehr verändern. Blöd gelaufen. Ist <laughs> Vielleicht will meine Seele noch mal was anderes. Das ist eine große Herausforderung, weil wir ja eigentlich alle auch so aufgewachsen sind und gelernt haben, entscheide dich mal nach der Schule, was du denn sein möchtest. Ja, du, du ja genau. Möchte. Das, das ist, das, wir werden ja so praktisch, ähm, wir wachsen so auf in dieser Realität. Ja, wer bist du? Wer bin ich? Was, was erschaffe ich? Das bin ich. Mhm. Ne? Das, das, das ist meine Identifikation, meine, meine Identität. Das, das ist ja auch diese Suche nach der Identität. Und das ist absolut die Stolperfalle, weil wir, weil wir unser, Wahnsinnig unfassbar machtvolles kraftvolles Bewusstsein in so einen engen Raum dadurch pressen und uns so einengen. Ja, Schritt sechs ist offiziell der innere Beobachter, den wir, der immer mit, mitläuft sozusagen. Und Schluss sieben ist, äh, Schritt sieben. <laughs> Zum wir Schluss? Noch sieben. lange nicht am Schluss. Mhm. Schritt sieben ist, ist das Wichtigste überhaupt, dass letztendlich man, äh, ja, Dinge, die man als Ego-Handlung erkannt hat durch eine authentische Erfahrung, ähm, verändert mm -hmm. ja, ja. ja das, das, wirklich, das ist wirklich der abschlusspunkt dieses ganzen zyklus salvador sagt dass die handlung ja materialisiert also die handlung materialisiert ähm, ausdruck und durch eine veränderte handlung bringen wir die neue Erfahrung in diesen Raum hinein. Das heißt, wenn wir eine Erkenntnis haben, wenn wir verwandelt haben, einen Ego-Raum transformiert haben, ist es am Ende den Punkt setzen und die neue Handlung durchführen, fernab der alten Real Illusionsrealität. Ja, also Beispiel, lass uns zum Beispiel überlegen. Ähm, ähm, durch eine alte Erfahrung ist eine Frau total eifersüchtig, ne, wenn, wenn ihr Mann, keine Ahnung, irgendwie zu spät von der Arbeit kommt. Oder irgendwas ist, ne, da ist eine Eifersucht und das ist ein alter Erfahrungsraum, weil vielleicht ihr Vater fremdgegangen ist oder Nein. so. Und, ähm, diese Realität ins Jetzt geholt wird und dadurch diese Realität in ihrer Beziehung ständig für sie präsent ist. Was überhaupt nicht der Realität der der Jetzt-Realität entsprechen muss, so wie eine Schablone, die ja rübergeht. Und sie hat das durchdrungen, sie hat es verstanden, sie hat den alten Ego-Raum erkannt, hat die Energien transformiert, ist im inneren Beobachter, bleibt im Jetzt. Und am Ende ist es noch wichtig, die Handlung auszuführen. Das heißt, keine Ahnung, vielleicht hat sie vorher immer kontrolliert, ja, im Büro angerufen, ist ja schon losgefahren, ja. Ist vielleicht mal ins Handy geguckt also immer in der Kontrolle gewesen, um sich zu schützen vor der alten Schmerzerfahrung. Hier Ende eines eines ähm, Bewusstseinsprozesses geht es darum in der Handlung diese ganzen Handlungen zu stoppen. Das heißt, ich vertraue, ich weiß, es ist jetzt nicht der alte Raum. Ich erlaube eine neue Erfahrung einzulassen, fließen zu lassen, diesen Wandel zu erlauben und ich stoppe die Handlung. Ich gehe nicht in die Kontrolle. Ich gucke nicht ins Handy. Ich rufe nicht im Büro an. Ich bleibe bei mir. Ich gestalte mein Leben. Ich verwende die Kraft, die ich für die Kontrolle verwendet habe, für mich. Vielleicht entsteht ja Kreativität und ich fange an zu malen oder ich kriege neue Ideen. Was mit dieser Energie dann passiert? Ja, also das ist dann ja dann auch die Eröffnung eines neuen Potenzials in diesem Falle. Ich beende einen alten Raum und öffne für mich einen neuen Raum. Das ist dann dann ist die Verwandlung vollkommen. Dann ist es geschehen. Und weil das ja ein Prozess ist, der immer wieder geht und wir ja fortlaufend diese, diese Schritte durchgehen in, in unserem Weg zur Authentizität hin, sozusagen, äh, wird wahrscheinlich diese Abschlusshandlung zunächst schwer fallen und dann je häufiger man diesen Weg geht, dann aber auch leichter fallen. Ja, ja. Also, da darf man auch gnädig mit sich sein, ja. Weil das natürlich in der Handlung ganz am Ende nochmal alte Ängste hervorruft oder Schmerz nochmal hervorruft. Ja, man wird ja nochmal getriggert, mhm. weil man ja diese Schutzhandlung aufhört. Ja. Ähm, genau, aber da darf man gnädig mit sich sein, wirklich. Und ja, bei jedem, was man geschafft hat, einfach auch liebevoll mit sich sein und, und ähm, merken, was man wirklich jetzt gerade Neues dadurch erschafft. Mhm. Ist ja auch mal ein ganz großer Schritt. Ja. Ja, also. Wie gesagt, Kapitel 8 ist nochmal Einflussmöglichkeit von uns Menschwesen, und das waren jetzt diese Vor Vorbereitungsschritte sozusagen, die wir immer wieder gehen können. Dann jetzt im zweiten Unterabschnitt geht Salvador wirklich, ähm, ja, für alle, die das Buch schon gelesen haben und diese gesamte Matrixanatomie gelernt haben, die lernen jetzt, wofür das gut ist. Denn äh, das nächste ist die Authentizierung des Matrix Gitters und des Herztores. Und ich fand so für mich war der ganz große Aha-Effekt, weil er erklärt. Nun haben, nun habe ich euch gerade erklärt diese Geisthandlung als Abschluss dieses dieser Vorbereitungsschritte. Ist so unglaublich wichtig, aber keine Geisthandlung ohne Durchströmen von authentischen Energien durch unser System. Also, wir, du hattest ja gerade gesagt, die Energie, die führt letztendlich zu einer Handlung oder zu einer Erfahrung. Und ähm, ja, jetzt kommt das Matrixwissen sozusagen wirklich ins Spiel, wo er ganz genau darauf eingeht, wie man sein Matrix-Gitter und das Herztor, jetzt sage ich wieder dieses Wort authentiziert, das Wort, was es vorher nicht gab, aber seit du halt doch. Ja. Und äh, es ist wahnsinnig spannend letztendlich. Ne? Ja, sehr. Also spannend finde ich auch, dass er sagt, wir können ja von zwei Seiten kommen, um diese Illusion zu heben. Ja, also wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal dieses Sieben-Schritte-Programm, sage ich jetzt einfach mal, die er beschrieben hat. Also diese Bewusstseinsarbeit, dieser Bewusstseinsprozess. Und der, der, die zweite Möglichkeit, die er dann eröffnet, ist über das Energiefeld. Also... Das Energiefeld beobachten, den Istzustand, zu schauen, welche Bahnen, welche Tore sind in der Blockierung, wo fließt zu viel Energie, wo zu wenig, und durch das Halten ähm, des Istzustandes, da können wir gleich ja nochmal genau drauf eingehen, ähm, löst sich das Feld, man öffnet es, damit authentische Energien durchströmen. Dadurch ändert sich das Feld, das Energiefeld, dadurch ändert sich die Realität, und dadurch transformiert sich schon wieder ein alter Illusionsraum, mhm. ja. Was ja eine ganz andere Ansatzweise ist, um einen Illusionsraum zu lösen oder zu transformieren. Und wie er dann auch sagt, man kann es ja auch koppeln, ne? Mhm. Also man kann es ja auch verbinden. Ja, es sind diese zwei Seiten. Einmal, ich gucke mir letztendlich die, die, die meine Erfahrung meinem Leben an, also am Tun, wie, wie sieht mein Leben tatsächlich aus. Aber ich muss ehrlich sagen, also wer deine Workshops besucht letztendlich, wir, wir arbeiten ja ganz, ganz viel mit, mit Ego-Arbeit und mit inneren Welten, inneren Beobachter, Das, was wir eingangs beschrieben haben. Ähm, Salvador geht, wenn man das Buch liest, also wirklich davon aus, dass da noch ein ganz, ganz großes Wirkungsfeld ist, nacheinander wirklich jede, jede, ja, jedes Tor und jede Bahn durchzugehen. Und ich fand es auch schön, wie er gesagt hat, eure Tore möchten ihr sein erfüllen und das Sein ist halt ja. authentische Energien durchzulassen ja. zu lassen. Ja, auch so genial wieder, wie im Kleinen so im Großen, ja, weil wir sind ja auch ein ein Tor für mhm. unsere Seele. Also wir sind ein Tor für unsere mhm. Seele und auch wir möchten unser Sein ähm, leben authentisch. Das heißt, die Seelenenergien möchten durch und so auch unsere kleinen Tore. Ja, also unsere kleinen Tore wollen ihr Sein erfüllen, dass die authentische Energie durchfließt mhm. und das bestimmen wir mit unserem freien Willen. Ja, das, da sind wir ja Schöpfer. Wir, da sind wir die Schöpfer in unserem System und wir entscheiden, welche Energie durch, durchströmt. Mhm. Ja. Das ist spannend. Jetzt scheinen. Ich wusste vor allem erstmal nicht nochmal mit den ganzen Toren beschäftigen nochmal. Also vielleicht äh, großer Appell, sich das nochmal durchzulesen. Es gibt drei Matrizen, Designs, Verbindungs- und Zeitmatrix. Genau. Und die haben jeweils sechs Tore, zwei Basistore und dann die Raumwächtertore. Und das ist ja auch unfassbar wieder genial, ne? Da ja. kommen wir gleich zu gut. Ich nehme ja. mal nichts vorweg. Aber die zwei Basistore, wo die Pyramidenspitzen sind, vielleicht blenden, blenden wir das auch ein, und die Raumwächtertore. Das heißt pro Matrix 6, also 18 insgesamt. Genau. In der Herznetzring, der innere und der äußere. Also, dieses Kapitel, da geht er sehr ins Detail und er benennt sogar die ganzen Bahnen. Ja, also jede Bahn hat einen eigenen Namen und äh, mal sehen, ob wir eines Tages hier so sitzen und uns über die Bahnen unterhalten. ganz bestimmt. <laughs> und er schlägt auch vor, ein Bild zu malen, ne? sich mm, selbst die Matrix aufzumalen mm. und genau äh, selber zu notieren, bildlich, wo gerade er sich hat. Genau, stammt. er definiert ja auch die Grundposition der Matrix, mm. dieser drei Matrizen, ne? was die Grundposition ist, dass man sich das kopieren kann aus dem Buch. Und dann sich einzeichnet, keine Ahnung, Datum oben schreibt, vielleicht noch hinschreibt, in welchem Prozess man ist man gerade, ja, welcher, welcher Trigger war, welche Gefühle sind, schreibt man sich vielleicht rein, mhm. ähm, meditiert, lässt sich die Matrix übt oder übt sich darin, dass die Matrix erscheint, ja, oder Abschnitte und ähm, sich zeigen lässt, wie der Ist-Zustand ist und das aufzeichnet auf diesem, auf der Kopie im Zusammenhang mit dem Thema. Das ist super interessant. Mhm. Und wenn man dann mal ein Tagebuch erschafft und mal zurückblättert und vielleicht sieht, ah, bei dem Thema war auch mein Basistor oben blockiert oder hatte zu viel Energie, wie bei dem Thema, dann ist da vielleicht ja auch eine Brücke und, ne, also das ist das ist so wirklich Detektivarbeit. Was Was geschieht in einem, wie ist das Energiefeld und wie wirkt das ja. um uns? Kannst du noch mal äh, ein Beispiel machen? Also wenn ich jetzt in Meditation gehe und stellvertretend für alle anderen toren Bahnen ne, und stelle mir von der Science Matrix das obere basis mhm. vor. da sagt er ja, den Ist-Zustand wahrnehmen. Was meint er mit dem Ist-Zustand wahrnehmen? Der Ist-Zustand, ähm, da brauchen wir unseren inneren Beobachter. Das heißt, unser innerer Beobachter ist wertfrei. Also in der Wertfreiheit betrachten wir etwas. Das ist für uns schon ein ganz schwieriger Schritt, weil wir natürlich in unserem Leben, in diesem Raum des Mangels, in dem Raum des Schmerzes, des Leides, ähm, der Angst, darauf aus sind, dass es uns gut geht, darauf aus sind, dass wir uns schützen. Und wenn ich erlaube, dass sich ein Bild zeigt, ohne dass ich es bewerte, Gehe ich ja das Risiko ein, dass sich was ganz Schlimmes vielleicht zeigt. Der Ist-Zustand. So. Und das wollen wir nicht. Also ist dieser Schritt hin, zu sagen, ich öffne mich, ich erlaube, dass der Ist-Zustand sich zeigt, ohne dass ich bewerte, dass ich erlaube, es darf einfach sein, das was ist. Ja. Ist ja auch genial, weil das ist der erste Schritt, dass ich jegliche Illusion lasse. Dass ich erlaube, dass keine Illusion sich drüber legt. Dass ich erlaube, es darf sich so zeigen, wie es jetzt ist. Weil wir es in dem Moment ja noch nicht verstehen, was es so bedeuten hat. Passiert das alles abseits des Verstandes? Also, ja. Ne? Und dann zeigt sich dieses obere Tor. Und vielleicht zeigt es sich, jetzt gehen wir mal davon aus, die Scheinangst bestätigt sich. Es zeigt sich und dieses Tor ist total schwarz, total zu, total verkrustet. Eine Gruselfratze guckt raus. Ja, gehen wir jetzt mal richtig von dem absoluten dunklen Szenario aus. So, und wir sehen diesen Ist-Zustand. Bei uns passiert sofort, oh nein, mhm. Gefahr, ähm, oh Gott, Ohnmacht. Ja, also das passiert in diesen Momenten. Und dann fangen wir wieder an zu denken, was kann ich tun? Wie kann ich es verändern? Was ist jetzt mein Job? Ja, also wir kommen in eine Aktion, in einen Aktionismus, um wieder Kontrolle darüber zu haben. Und den Ist-Zustand zu halten, ist dieses, es darf sich zeigen, jetzt zeigt sich trotzdem dieses Ganze total schwarz, total zu, total verkrustet, Gruselmaske. Und wir bleiben im Status, ich beobachte es wertfrei, es darf sein. Und das ist der Zauber, weil in dem Moment klickt es um und mein System fängt dann an, Wandel reinzubringen. In dem Moment wandelt unser System den Ist-Zustand weil wir entscheiden, wir möchten authentische Energien dorthin durch. Wir entscheiden, es darf sein. Mhm. Und wenn es sein darf, unser System ist immer darauf aus, Harmonie und Ordnung zu erschaffen. Das ist das Universum, das all eins sein erschafft, Harmonie und Ordnung. Es hat alles seinen Fluss, seine Ordnung in absoluter Komplexität, was wir überhaupt nicht erfassen können. Aber das ist die Basis, das ist ausgerichtet. Und wenn wir sagen, ich bin einverstanden, wenn das jetzt der Ist-Zustand ist, ich nehme ihn an in der Annahme in der vollen Annahme ist dieser Ausdruck vervollständigt. Es ist vollkommen und darf sich dann wandeln. Ja? Kein Ausdruck im Universum, im Alleinsein, nicht ein einziger Ausdruck ist statisch. Er wird statisch, sobald wir uns darin verankern oder dieses Kontrolle, ich muss es verändern, ich muss was machen. Mhm. Wenn das reinkommt, dann geht der Ego-Mechanismus los. Mhm. Und das ist dieser Zauber des, es ist, es darf sein, ich erlaube, dass es so ist. Und dann fängt unser System an. Ist, wenn sich das schlimmste Bild zeigt in Toren und Bahnen und wir in dem Ist-Zustand bleiben, sind wir Beobachter, wie es sich wandelt. Mhm. Ja, in, in eine authentische Form von mhm. uns. Ohne, dass wir was machen müssen. Das, mhm. das, das ist doch genial. Ja, total. <laughs> nee, wir müssen nur den Fokus draufsetzen. Den und drauf aushalten. Ja. Aushalten ja. und hingeben die Angst durchströmen lassen und nicht durch die Angst getriggert werden in einen Aktionismus zu kommen. Mhm. Das ist schon viel für uns. Ne? Mhm. Also ja. Aber ja, machen müssen wir nichts. Ja, und das war jetzt ein Tor. Was <laughs> war das große ne? Szenario? Ja. ja, das große Szenario. Aber wie gesagt, der 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 Vorschlag ist oder die Anregung ist in diesem zweiten Teil des achten Kapitels diese Authentizierung für sämtliche Matrizen und und Bahnen zu machen. Genau. Er schlägt auch eine Reihenfolge vor. Designs Matrix ist wichtiger als die anderen, damit wir gut in uns gut in uns stehen. Ne? Genau. Und ich glaube, man kann sich das vornehmen, was für ein selbststimmig ist. Ja, man kann ja auch wirklich, ähm, wenn man bei einem Thema ist, sagen: Okay, ich möchte das Thema jetzt erkennen in der ganzen Matrix. Wo sitzt das? Mhm. Ne? man kann spezifizieren oder, wie du sagst, die, dieses, äh, ich glaube, er nennt es ja auch Matrixprotokoll, dann durchgehen. Mhm. Ne. No. Ja. ja, das war Teil zwei. Ja, ähm, Teil drei ist die Authentizierung der Energieströme. Ja, auch nochmal. Und da ist, ähm, die hat diesmal zwei Hintergründe. Einmal letztendlich auch, weil wir authentische Energien durch unser System fließen lassen wollen. Und ähm, damit zusammenhängt auch die Atmung der Seele, dieses Konzept Atmung der Seele. Da gehen wir aber gleich nochmal später darauf ein, was das genau bedeutet. Ja, die Energiesysteme hatten wir in anderen Kapiteln schon, aber ich fände es trotzdem wichtig, wir sprechen nochmal an, was es für Energiesysteme gibt und was sie letztendlich bewirken, wozu sie da sind. Genau, also wir haben den, den universellen Energiekreislauf, ne, wo wir angebunden sind an das all sein das uns versorgt über diese universellen Kraftlinien mit Energie in unserer Matrix, jetzt hier im Abtrennungsraum. Für mich ist das immer so ein bisschen... Wir sind in diesem Raum und dieses Universalnetz, Energienetz hält uns in diesem Raum, dass wir, ja, mit Grundenergie versorgt sind und hier wirken können. Das ist das eine. Und das andere ist unsere ähm, kreislauf also wo unsere Seele uns Energien sendet, ähm, so dass wir hier unseren Seelenausdruck leben können. Und das ist natürlich je nachdem, wie weit unser ähm, Herz offen ist, ähm, sind wir da in Anbindung oder nicht? Mhm. Genau, den dritten, den kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf. Genau. Ja. Mhm. Aber auch bei den beiden, äh, Flussrichtungen, und das ist wahrscheinlich besser nachzulesen, und vielleicht werden wir es irgendwann auch mal animieren, aber auch da ist wichtig zu wissen, wie letztendlich der Fluss ist, um überhaupt festzustellen, ob es irgendwo nicht fließt, wie ja. Ne? ja, genau. Genau, also, die, die, das universelle Energienetz, ne, geht über diese drei Kraftlinien hindurch, das geht ja durch die jeweiligen Basistore der drei Matrizen durch und dann treffen sie sich im Herztor, also im Zentrum mhm. praktisch. Ähm, genau, da strömt das ein in das Matrixnetz. Und das Seelennetz ist ja über die obere, also über die Basisspitze der Seinsmatrix, von oben kommt das durch, ähm, die Linie runter bis ins Herz und verteilt sich dann über das Sammelgitter auch äh, in die ganzen, in die Matrizen hinein. Mhm da nehmen wir die Bewegung jetzt noch nicht mit rein ähm. ich überlege gerade, was wir die am besten machen das Seelenenergie die Seelenenergie verteilt sich erstmal durch die Seinsmatrix in den genau. rechten Kanal und dann ist es ganz interessant, wie sie in die Verbindungs- und Zeitmatrix reinkommt nämlich durch die Drehung durch die Drehung genau ja, da da wird es jetzt schon dann ein bisschen komplexer ne also dass dass die ähm, die Zeitmatrix und die Verbindungsmatrix die Seinsmatrix auch aber jetzt geht es ja um die beiden die drehen sich die drehen sich ähm, in ihrer eigenen Achse sozusagen. Sie haben eine Seinsachse, die auch die, eine, eine Seelenkraftlinie darstellt. Das heißt, von Spitze Verbindungsmatrix zu spitze Verbindungsmatrix ist eine Linie, ähm, Seelenkraftlinie, und von Spitze-Zeitmatrix zu anderen Spitze-Zeitmatrix genau das gleiche, die sich dann auch im Herzzentrum treffen. Und um diese Achse drehen sich diese beiden Matrizen und wenn sie sich drehen also in der drehung klicken auf den bahnen der raumbahnen die raumbahnen sind die bahnen von raumwächtertor zu raumwächtertor das ist die die raumplatte sozusagen und in der mitte dieser raumbahnen sind diese tore die bei der drehung immer wieder in das basistor der Seinsmatrix einklicken. Ja, es klickt immer so rum. Und in dem Moment, wo sie einklicken, strömt Seelenenergie in die Verbindungsmatrix oder halt in die Zeitmatrix ein. Das heißt, über diese Tore ähm, werden sie versorgt mit Seelenenergie. Und natürlich auch nochmal übers Herztor. Ne? Aber genau, das, ist, das sind ganz wichtige Tore auch bei der Verteilung der Seelenenergie. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend mit der Matrix, weil das. Dieses Klicken ist tatsächlich genau in den Mittelpunkt von dieser Raumbahn. Da, da kommt das von den Längen her hin und, und, und dementsprechend, je langsamer die Zeitmatrix zum Beispiel dreht, desto weniger wird sie mit Seelenenergie versorgt. Genau, ja. Nur das ist jetzt der Eintritt der Seelenenergie und austreten tut die Seelenenergie über die Universalkraftlinien, glaube ich auch, da, da geht dann Energie auch raus in, ins Massenbewusstsein, ne, oder ins Universum, nicht ins Massenbewusstsein, das stimmt nicht, ins Universum, also in die universellen Räume. Das heißt, das ist auch sehr spannend, weil die Licht- und Geistwesen ja immer sagen, dass sie durch uns die Erfahrung erfahrbar gemacht bekommen, ne? Also sie praktisch, was wir kreieren, auch für sie tun, weil sie es dadurch erfahren. Und jetzt erzählt Salvador, wie das energetisch passiert, weil durch unseren Ausdruck, durch die Definition unserer Energien, durch unser Matrixnetz laufen die Energien dann über die Universalkraftlinien in das All-Eins-Sein hinein. Das heißt, unsere kreierten Definitionen laufen dort über die Bahnen ins Universum, ins All-Eins-Sein und dadurch können Licht und Geistwesen diese Erfahrung erfahren, weil diese Definition durch uns hineingespiegelt wird oder hineingesendet wird. Ne? Mhm. Das, das, der Austausch, das ist dieser Austausch, ähm, ja, von unseren, von unseren kreierten Definitionen. Also im Grunde genommen Austausch von den Erfahrungen eines Menschen oder uns als Menschen ins Universum hinein. Ja. Letztendlich auch ins Massenbewusstsein, oder? Ins Massenbewusstsein auch, aber das ist, das ist jetzt, ähm, nochmal eine andere Betonung. Also das mhm. läuft über die Verbindung. Die Verbindungsmatrix ist ja der Raum, der uns mit Massenver äh, Massenbewusstsein verbindet. Und die Kraft, universellen Kraftlinien, da ist ja auch die Zeitmatrix mit drin. Also die ähm, also unsere Gesamtmatrix-Definitionserfahrungen werden über die Universalkraftlinie ins Universum gesendet. Mhm. Und das Massenbewusstsein, klar, auch, ne? das, das kriegt auch unsere Energien. Aber das ist nochmal speziell die Verbindungsmatrix, mhm. worüber das läuft. Und dann strömt ja Universalenergie auch genauso über den gleichen Weg praktisch in, in uns hinein, sodass wir die Information des Universums selber auch in unserem System. Genau, haben. da werden wir versorgt von den universellen Energien, dass wir sie nutzen können. Ne? Mhm. Weil wir ja hier in einem Mangelraum sind. Wir sind ja hier in der Abtrennung. Das heißt, in der Abtrennung sind wir in den Mangel gefallen, Energiemangel. Und haben dann die Energiequellen ins Außen gesetzt. Mhm. Und um das ja, zu stabilisieren, Wurde dieses Universalenergienetz in den Raum geworfen, damit wir da in der Versorgung sind, hm. weil unser zentrales Tor, unsere zentrale Quelle in der Abtrennung ja verschlossen ist. Das heißt, wir kommen an die Quelle ja gar nicht ran, weil wir die Abtrennungserfahrung kreieren. Also brauchen wir, er sagt ja Notaggregate, ne? Das sind unsere Notaggregate, um hier überhaupt wirken zu können. Weil Definition ist Energie. Mhm. Ja. Aber im Grunde genommen sind wir versorgt. Also es gibt keinen Grund, weshalb wir uns äh, auf Deals einlassen mit anderen Menschen und da Energien abzapfen rein. Theoretisch sind wir im Trennungsraum versorgt durch die Seelen und Universalenergienetze. Ja. ja. So jetzt kommen wir zu dem dritten ganz spannenden Energienetz. Mhm. Ähm, der Gottesstrom. Genau, der Gottesstrom. Das ist, das ist die Quelle oder die Energiequelle, die eröffnet wird wenn die abtrennungserfahrung beendet wurde also wenn sich unser herztor öffnet als als tor als zugang zur geistigen welt ähm, strömt die energie unseres geistwesens unserer seele direkt durch unser herztor in unser matrixsystem ein und von dort aus geht es übers sammelgitter in das matrixgitter hinaus also verteilt sich komplett gleichmäßig in in unseren gesamten raum und ähm, Ja jetzt. <laughs> ich, frage, ich, frage, ich, ich frage jetzt einfach mal so. Ja. Was passiert denn, wenn der Gottesstrom uns vollständig ähm, versorgt? Ja dann dann sind wir im authentischen Sein, ne? Dann sind wir erleuchtet. Also ist der Gottesstrom vollkommen eröffnet, dann dann ist es wie eine Glühbirne dann. <laughs> Und leuchtet die vollkommen auf. Dann glaub, strahlen hätte, wir. Ich glaube, er hat in ganz vielen Sätzen hat er beschrieben, wie sehr wir denn leuchten, wenn wir in Gott Ja, sind. dass wir uns das jetzt gar nicht vorstellen können. Spannend ist auch, dass der Gottesstrom von innen nach außen geht. Ja, wir sind dann, das dreht sich. Unsere Versorgung im Abtrennungsraum jetzt noch ist von außen nach innen. Also wir nehmen von außen Universalenergie, Netz von Außenenergien ins System. Äh, wir nehmen von unserer Seele, also durch oben, äh, rein in unser System und dieses innen außen der Gottesstrom das ist unser Herztors unsere Quelle unser Tor in diesen materiellen Raum hinein und dort strömt der Gottesstrom rein von innen nach außen das heißt wir werden in diesem Abtrennungsraum auch zur Quelle zur Energiequelle weil es durch uns rausströmt ja und das andere läuft halt nochmal Energien durch den Raum dann erst in uns rein also da brauchen wir noch den materiellen Raum um an diese Energien zu kommen weil sie erst nochmal durch den Raum strömen. Und im Herz-Tor die Öffnung, Gottesstrom. Wir sind das Tor und es geht sofort in diesen Raum rein. Was würdest du sagen, diese Zeit, in der wir jetzt leben? Also Seelenenergienetz, Universalenergie, Gottesstrom. Ähm, mir kommt so der Gedanke, wenn ich dich channeln höre oder sehe oder, ne, oder Menschen wie du, manchmal auch ich, da würde ich schon von mir behaupten, dass da Gottes Strom fließt. Das sind so diese Momente, wo man manchmal Sachen sagt oder, oder alles so leicht fällt, man gar nicht nachdenken muss, kennt man vielleicht von sich selbst. Wo man hinterher, wenn man es nochmal anguckt, denkt, wo, wo kam das denn jetzt hin? Mhm. Ne? Würdest du auch sagen, dass der Gottesstrom jetzt schon immer mal mhm. da ist? Immer mal da ist, genau. Also mir kam gerade, Salvador hat das irgendwo auch beschrieben, dass er meint, ähm, also wir sind jetzt in einem diesem Übergang des Erwachens und wir fallen aber immer auch noch mal in Räume rein. Ja? Das heißt, wenn wir in einen Ego-Raum reinfallen, in dem Moment ist der Gottesstrom nicht so präsent. ja. Der, der versorgt sicherlich noch wie ein kleines Bächlein oder so, aber ist halt nicht voll im Fokus. Mhm. Und daher sagt er auch, dass wir auch darauf achten, dass das Universalenergienetz und das Seelenenergienetz authentiziert ist, weil uns das noch hält, um in diese Drehung des Gottesstromes zu kommen. Ja, also wenn wir uns jetzt, ähm, wenn wir glauben, ach, das sind E-Notaggregate, eh mhm. äh, mir geht es jetzt nur um meinen Gottesstrom, den zu aktivieren, dann ähm, vernachlässigen wir die, aber das ist unser Sicherheitsnetz jetzt in diesem Erwachensprozess, weil es, weil wir noch in einem Wandel sind, also wir fallen nochmal zurück ins Schattenuniversum, in unsere Ego-Räume, kommen wieder raus, sind wieder in unserem Herzraum, unserer Seinsmatrix, in Gottesstrom. Ja und ich weiß nicht vielleicht kennst du das auch also das, wenn wenn ich merke so wow ich bin in meinem Herzraum und das ist alles total hell und ne der Gottesstrom fließt das ist so ein Gefühl von jetzt habe ich's ja. jetzt jetzt habe ich's und jetzt falle ich da auch nie wieder raus weil jetzt habe ja. ich's ja. ja so und ein Tag später sagt jemand einen Satz und man bums fällt irgendwo wieder in so einen sage ich jetzt mal blöden Ego Raum mhm. denkt so oh nee doch nicht. <laughs> doch nicht gehalten ja aber das ist dieser Wechsel, das ist dieses die, dieser dieser dieses schwanken von von Herzraum, Seinsraum, Gottesstrom wieder in Egoraum, Seelennetz, Also da da sind wir gerade drin und ja und und ich glaube wirklich dieses liebevoll mit sich umgehen und und dann vielleicht mal mit einem kleinen Lächeln sagen, mich es wieder erwischt. Mhm. Bin, bin wieder gelandet im Egoraum, ja. Mhm. Und darf dann nochmal wirken und und durchtauchen. Ähm, ja, ich glaube, da dürfen wir einfach wirklich gnädig auf uns schauen und, und äh, darum wissen, dass das auch immer wieder mal sein kann. Ja, ist ja auch ein, ein Herantasten, ne? Das ja. sieht man und gerade wenn man versucht, einen Blick auf seinen Lebensstrom zu erhaschen und es wird ja auch viel von einem verlangen, ne? mhm. Dann ist das jetzt gerade eine, eine authentische. Ein authentischer Beruf, ich sage jetzt einfach mal nehme ein ganz krasses Beispiel, aber dann halt irgendwann nicht mehr. Und <laughs> wer will da noch nachkommen? Also ja. da kann man ja nur liebevoll mit sich umgehen ja. und sich ganz vorsichtig herantasten, genau. hinterfragen. Ja. Und deswegen finde ich auch dieses Kapitel so genial, ja. weil es ist, ähm, es ist verkopft, es ist strukturiert, aber immer wieder der Hinweis, geht aus dem Verstand raus, geht mhm. in die Hingabe und lasst euch einfach führen. Mhm aber hier ist eine Landkarte ne? mhm. hier könnt ihr euch dran orientieren ja was was ich noch toll finde ähm, er benutzt ja auch öfter das Wort Login ja mhm. äh, wenn jetzt wenn jetzt diese Präsenz des Herzraumes so da ist und man hat es in seinem Leben offen und ist da drin präsent und der Gottesstrom fließt und man merkt so wow diesen lichtvollen Flow bewusst sich diesen Login merken weil je öfter wir da reinkommen in diesen Zustand ja und Unsere Zellen sich dran erinnern, desto leichter fällt es ja dann auch mit der mhm. Zeit. Das ist, wie wenn man was übt und merkt so, oh, jetzt bin ich reingerutscht, jetzt bin ich drin, ah, so fühlt es sich an, das ist mein Login. Ne? Und dann sich das immer wieder vorkramt. Und dann wird es leichter werden, fließender werden auch. Mhm. Und nochmal klarer, wann man wieder rausgefallen ist, ne? Und dann ähm, sich wieder erinnern, ah, mein Login, ich gehe wieder rein. Mhm. Und dann fällt es auch leichter, wenn man mal einen großen Ego-Raum offen hat, dass man den Weg zurück wieder findet, mhm. innerlich. Und das sind Erfahrungen, ja. Das sind Erfahrungen. Das kann man nicht über den Kopf machen. Das sind Login-Erfahrungen, die so, so wertvoll sind. Und auch für jeden unterschiedlich, ne? Und für jeden. Und für jeden ja, anderen, ja. Länder. Genau. Ja. Toll. Mhm. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. <laughs> ja, gerne. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein gutes Gespräch. Ja, ich danke dir. <laughs> für den Rahmen halten und die genialen Fragen. Sehr, sehr dass gerne. Dass ich reinspringen kann. Sehr gerne. Ja. Also hier sitzen wirklich zwei Menschen, die das Wissen von Salvador echt lieben. Und äh, es ist uns wirklich ein Bedürfnis, das mit euch zu teilen, es erfahrbar zu machen für so viele Menschen wie möglich. Ähm, ja, so ist dieses Video wieder zustande gekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann sehr, sehr gerne liken. Abonniert gerne unseren Kanal. Wir haben ganz, ganz, ganz viel ähm, Content, insbesondere von Christiana, auf Instagram, auf Facebook, auf Telegram auf YouTube, also immer, immer, immer herzlich gerne. Ähm, reist mit uns sehr gern auch in einem Workshop. Und jetzt steht uns nur noch Kapitel 9 und Kapitel 1 bevor. Und auch das wird zeitnah passieren. Also euch allen noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und bis bald.